das erste Lastenrad aus dem Hause Centurion, das Vario. Ich bin hier auf der Eurobike und habe mir dieses wirklich sehr spannende Rad jetzt gerade live und in Farbe angeschaut. Ich verrate euch alles, was ihr dazu wissen müsst. Ja, die Schwaben von Centurion haben ein super breites Portfolio an unterschiedlichen Fahrrädern. Vom sportiven Bereich, das heißt Rennräder, Gravelbikes, Mountainbikes, E-Mountainbikes, bis hin zum City- und Urban-Bereich. Cityräder, Tiefeinsteiger, SUV-Bikes, Trekkingräder, alles eigentlich. Nur, was bisher gefehlt hat, das waren Lastenräder. Das ändert sich jetzt, und zwar mit dem Vario. Wer sich jetzt denkt, hey, Lastenrad ist es doch gar nicht. Doch, das ist ein Lastenrad, wirklich ein ausgewachsenes Lastenrad. Nur eben kein Long John, wie es die meisten Leute vor Augen haben, mit eben der Transportbox vorne, sondern es ist ein Longtailrad mit dem Gepäckträger hinten, wo man eben relativ hohe Lasten auch transportieren kann. Ich sage relativ hohe Lasten, wo man wirklich hohe Lasten damit transportieren kann. Centurion gibt diesen Gepäckträger für bis zu 70 Kilo frei. Das heißt, Kindertransport mit bis zu 2 Kindersitzen überhaupt kein Problem. Und eben auch Güter können sehr gut mitgeführt werden. Man sieht hier, das hat Eurobox-Größe, dieser Gepäckträger. Also man kann einfach eine Eurobox draufstellen und was auch immer mit reinpacken. Auch die Taschen sind euch wahrscheinlich schon aufgefallen. Die sind mit dem Lieferumfang dabei. Also auf beiden Seiten, diese Taschen auch vorne, werden von VD hergestellt, sind hier mit Centurion Vario gebrandet. Finde ich, ist eine richtig, richtig coole Sache. Da muss man bei anderen Herstellern dafür richtig tief in die Tasche greifen. Das Rad selber hat ein 24 Zoll Laufrad hinten, 26 Zoll vorne und insgesamt, ich habe es gesagt, Zuladung hinten 70 Kilo. Das maximal zulässige Gesamtgewicht sind 180 Kilo. Damit man auch vollbeladen zügig vorankommt, ist hier ein Bosch Cargoline Motor verbaut. Das heißt, er hat richtig viel Power, ist ja ein CX-Motor mit anderer Software, also 85 Newtonmeter und hat vor allem auch im niedrigen Drehmomentbereich richtig, richtig viel Bums. Dass nicht allzu früh die Power ausgeht, ist hier ein 625 Wattstunden Powertube-Akku im Unterrohr. Und wem das nicht reicht, das System ist Dual Battery Ready, das heißt, man kann noch einen zusätzlichen Powerpack im Rahmen montieren und kommt dann auf über 1000 Wattstunden Gesamtkapazität. Das Rad soll im kommenden Frühjahr im Handel erhältlich sein und kostet 5.499 Euro. Ich finde, ist eine richtig coole Geschichte. Ich freue mich über jedes Rad, das in die Richtung geht und mit dem man vielleicht in Zukunft auch mal ein Auto einsparen kann, vor allem in der Stadt. Was meint ihr dazu? Habt ihr schon mal mit dem Gedanken gespielt, euch ein Lastenrad anzuschaffen? Wäre sowas attraktiv für euch? Oder sagt ihr, wenn Lastenrad, dann eben mit Transportbox vorne und groß, richtig groß? Lasst mich gerne wissen. Ansonsten, ich danke euch ganz herzlich, wie immer, fürs Zugucken und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao, ciao.